Alter! Alter! Ich sehe das nur aus dem Augenwinkel, ne? Hätte ich jetzt eben davor gestanden, hätte mir. Alter, ich hätte das Spiel zusammengeschissen. Ich brauche schon wieder blaues Feuer. Ich glaube, es rast. Meine Fresse. Das interessiert doch keine Sau. Da oben, ey. Dann seid doch so lieb und stellt doch das nächste Mal blaues Feuer bitte direkt vor meine Fresse, da ich doch weiß, dass ich das noch brauche. So. Ist ja auch egal. Mach hinne, Link. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, doch, ich eigentlich schon. Ich habe ja eh nichts zu tun. Ich habe halt keine Freunde. Ach ja, da ist jetzt eine Fee drin, ne? Als Ausgleich, falls du eine hast, ne? Falls du eine hast, musst du die aber freilassen fürs blaue Feuer. Aber nein! Das Ding ist da. Ja, und die Vase machst du wahrscheinlich vorher auf. Ohne. Hier. Ach ja, und jetzt brauche ich noch den Stahlhammer. Klar. Weil ich den Stahlhammer ja so oft im Wassertempel gebraucht habe. Ey, Wahnsinn. Ja, speicher mal. Hopp, mal hin. Danke. So, und jetzt rennen in der restlichen Zeit noch. Tatsache. Ach, weil ich keine Wasserrüstung anhab. Aber das wäre totaler Unsinn, weil ich hatte die Wasserrüstung auch nicht im Eisding an. Ja, ist auch scheißegal. Ich will meine Magieflasche haben und dann mit dem Lichtpfeil. Ein Rubin! Ich bin reich. Ey, Wahnsinn. Obwohl ich das Blau äußerst schön finde, dieser Blauton. Na, scheiß drauf. Das Wassersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Liebster. Halt die Fresse. Ich hab nur eine Frau. Und das ist Zelda. Naja. Gott, bitte nicht. Wenn ich die Auswahl zwischen Zelda und Rudor hätte, würde ich mich erschießen. Ah, ich sehe Schatten. Dann machen wir das Schattenteil jetzt zuerst. Dann haben wir schon 4 von 6. Dann kommt als nächstes dann Feuer und dann Licht. Licht machen wir als letztes. Das, was wir zuerst bekommen haben im Spiel, machen wir zuletzt. Am Ende des Spiels. Ich habe gedacht, hier wären Wege. Habe ich wohl falsch gedacht, wa? Ach, ich glaube, ich weiß, wie das war. Gib mir Rubine. Super nett, danke. Feuerpfeile. Gott sei Dank brauche ich in dem Tempel nicht zwingend die Eispfeile. Und wenn jetzt kommt, ja doch, du brauchst sie, Alter, dann sterbe ich. Das sieht interessant aus. 2 Schalter und keine Ahnung wofür. So, das heißt, wir brauchen das hier und wir brauchen unsere Lieblings-Item aus dem Schattentempel. Oder? Ich weiß es nicht. Lass uns noch mal gucken, ob mit dem Auge der Wahrheit nicht irgendwelcher Weg erscheint oder so. Wie lieb. Ich bin auch relativ dumm, dass ich diesen Weg mit den Gleitstiefeln gehe, weil die Gleitstiefel
Zu den Gleitstiefeln müssen wir, denke ich, nichts mehr sagen, ne? Die gleiten halt. Die hat Link immer beim Sex an. Oh! Oh! Witze, die unter aller Kanone sind. Hier auf meinem Kanal immer und immer wieder, ey. Super. So, und jetzt gib mir das Dungeon-Item. Die Titanhandschuhe. Für was bekommst du eigentlich die Krafthandschuhe, wenn du sie 2 Minuten später wieder verlierst? Und wenn sie noch behinderter aussehen, also wirklich. Also wir das Auge der Wahrheit, ne? Also. Lass uns den Enderhaken hier drauf machen, das Auge der Wahrheit hier drauf. Mann, was ich jetzt schon alles an Items gebraucht habe. Den Stahlhammer, Feuerpfeile, Lichtpfeile. Wahnsinn. Was passiert denn eigentlich? Ach so, dann kann ich... Ach ja, okay. Dann kann ich bestimmt nochmal den Weg hier entfachen. Ist ja auch egal. Ich mag auch diesen lila Ton. Oh, Pfeile bekomme ich auch mal. Das ist sehr lieb. So, Magie. Dann lass uns mal auf die Lichtpfeile zurückwechseln. Die Krabbelminen habe ich auch schon gebraucht. Die Bomben habe ich gebraucht. Jetzt fehlt nur noch die Ocarina, ne? Mein Feuerkristall habe ich auch schon gebraucht. Den brauchst du echt alles an Items. Stimmt, was macht ein Speedrunner, wenn er nicht alle Items hat? Ist ja auch egal. Der Schattensiegel, bitte rette die Prinzessin. Ja, 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 kenn ich doch schon alles. Mann, Freunde, ich bin hier nicht, um zu plaudern. Deswegen labere ich euch auch die ganze Zeit zu, weil ich nicht hier bin, um zu plaudern. Das ist schon legitim. Nee. Ich muss gerade mal ein bisschen mein Mikrofon verrücken. Das könnte man jetzt hören in der Aufnahme. Aber das ist mir egal. Weil ich habe mich jetzt wieder ein bisschen zurückgelehnt und ich will, dass das Mikro jetzt in meine Richtung zeigt. So, jetzt haben wir die Titanhandschuhe. Das heißt, wir könnten jetzt den Lichtweg machen. Aber wir machen zuerst den Feuerweg. Ziehen aber dafür diese behinderten Stiefel aus, um zu merken, dass wir das dann gleich wieder brauchen, ne? Oder so. Die Feuerrüstung, die brauchen wir auch. Ach stimmt, das bricht ein. Ich erinnere mich. Oh, heilige Scheiße. Ich brauche hier sogar die Titanhandschuhe. Das trifft sich ganz gut. Vortrefflich ist das schon. Und jetzt brauche ich doch die Gleitstiefel oder was? Lass mal da rüber zuerst. Hoch, Link, hoch! Mach keine Scheiße jetzt, komm schon. Ja. Wisst ihr, eure Stärke, eure... Stärke hat nichts mit euren Muskeln zu tun. Ihr braucht nicht trainieren zu gehen. Zieht euch einfach nur die richtigen Handschuhe an. Glaubt mir, wenn ihr im Winter die richtigen Handschuhe anhabt, ne? Da kann nichts mehr schief gehen. Dann ist einfach alles gut. Moment, wenn ich die Gleitstiefel anhab, bin ich leichter und somit bricht das Ding nicht mehr ein. Wie schwul ist die Kacke denn? Warum sagt mir das keiner? Brechen die Dinge dann auch nicht ein? Wäre eigentlich nur zu logisch. Klar. Das Ding bricht echt nicht ein? Nee. Luxus. Ah, wenn ihr übrigens abnehmen wollt, ne? Das hängt nicht an eurem Gewicht, sondern das hängt tatsächlich nur an den Schuhen oder an den Stiefeln, die ihr trägt. Also... Lasst euch von eurer Mama nicht einreden, dass ihr mehr Salat essen müsst. Nein, kauft euch einfach mal andere Stiefel. Natürlich auf Kosten von eurer Mama. Oder eures Vaters. Oder von euren eigenen Kosten, wenn ihr schon Selbstverdiener seid. Aber da am besten die Mama anhauen. Wenn die zu euch sagt, nehmt doch mal ab, werd doch mal dünner. Sagst du, Mama, das liegt nicht an deinem guten Essen oder an deinem schlechten, das kommt immer ganz drauf an. Sondern das liegt an den Schuhen, die du mir gekauft hast. Die sind kacke schwer. Was wir hier alles durch The Legend of Zelda lernen, ne? Die Kraft in den Armen, die... Ist das die physische Kraft? Die physische Kraft
kommt nicht durch Muskelaufbau und durch Training. Nein, es kommt durch den richtigen Handschuh. Und irgendwie sind wir alle mit denen verwandt, ne? Eine ist meine Liebste. Für die eine bin ich das Kind, der Kleine, ne? Für den da bin ich der Bruder. Salia ist meine beste Freundin. Zelda ist meine verheiratete Frau. Was? Nee, Quatsch. Ich nehme alles zurück, was ich gerade eben gesagt habe. Bis auf den Fakt mit der Kraft, dass das alles auf Handschuhen basiert. Und dass man abnimmt so 20 Kilo, wenn man die richtigen Stiefel anhat. Das ist ja wohl klar. Das heißt, ich brauche anderes Schuhwerk, um zuzunehmen. Das heißt, ich brauche Schuhwerk mit Stahlkappen. Seems legit. So, und apropos legit. Das macht dem gar nichts aus, ne? Also, ist ja auch nicht so, dass jetzt irgendwie der halbe Tempel zusammenkrachen müsste, weil ich das Ding voll gegen die Decke gehauen habe. Und das hat nichts mit der Barriere zu tun, aber ich weiß gar nicht, was musste man denn im Lichtbereich machen? Oh, was ist da denn los? Oh, hier muss ich Schlüssel sammeln. Ernsthaft. Ernsthaft. Wow. Tot. Es war irgendwie klar, weil irgendwie nur in den Kisten was drin ist, wo auch eine Fledermaus drauf sitzt. Tot. Seht ihr? Wo hat denn jetzt noch eine Fledermaus drauf gesetzt? Ach, was will ich denn mit dir? Da, ne? Oder war es ganz außen? Das ist definitiv nicht schlecht. Super! Nachdem wir alle Kisten aufgemacht haben, haben wir dann auch endlich... Das ist so böse, weil wir den Schlüssel gar nicht finden können, weil wir dafür... ...den letzten Gegner wahrscheinlich umbringen müssen. Wow, das war ja auch überhaupt nicht offensichtlich für mich. Da hätte ich eher dran denken müssen. Ja, da hat mich das Spiel schon ein bisschen getrollt, aber das muss auch mal sein. Oh, wir müssen die Ocarina benutzen. Woher ich das weiß? Immer wenn man dieses Zeichen sieht, muss man die Ocarina benutzen. Zumindest. Und das Lied spielen. Ich krieg's nimmer aus dem Kopf, ne? Dieses Lied. Das Schlimmste auf der Welt. Und da kommt eine Truhe runter. Es wäre auch nicht einfacher gewesen, da irgendwie so ein Gitter davor zu machen, dass sich dann öffnet, wenn du dieses Lied spielst. Nein, es fällt eine Truhe runter, wo dann der Schlüssel rauskommt. Ne? Das ist alles nur, um das Spiel zu verlängern. Apropos Spiel verlängern. Sowas Ähnliches gab es auch in Skyward Sword. Zumindest der Raumaufbau. Also Link, jetzt bleib nicht an der Kante hier hängen, sondern rüste mal deinen Enderhaken aus. Was ist denn jetzt schon wieder los? So, jetzt habe ich maximale Rubine, aber keinen interessiert. Und jetzt lass uns mal den... Ach, da. Link! Danke. Danke für den Fake-Raum übrigens. Los! Los! Tod!
Rauru, töte mich. Das Pedobär-Siegel ist gebrochen. Hau ab. Alles klar. Wir können das Spiel durchspielen. Yay. Ich hab sowas von vorhin gesagt, dass wir auf einem LSD-Trip sind. Das hab ich gesagt. Das waren meine Worte. Und die nehme ich auch nicht zurück. Ja, ist gut. Ich hab die hässliche Hackfresse jetzt gesehen. Ich gehe mir jetzt aber zuerst noch eine Fee holen. Weil man mir die gewaltsam genommen hat. Und ich meine wirklich, man hat die mir gewaltsam weggenommen. Du hast eine Dekonus gefangen. Wahnsinn. Jetzt gib mir nochmal diese Feder, um mich zu heilen. So. Jetzt! Die Lichtpfeile können wir eigentlich ausgerüstet lassen. Ocarina. Jetzt habe ich Frame-Einbrüche. Das heißt, ich kann heute doch nicht mehr so viel aufnehmen, wie ich gedacht habe. Komisch. Ist ja auch egal. Jetzt beweist Link seine Loyalität und rettet Zelda. Da-dam. Da-dam. Da-da-da. Scheiße. Dum, 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 dum. Und tschüss. Ich kacke auf dich, Zelda. Schick mir eine Postkarte. Ciao. Ah! Zelda, das war nicht ernst gemeint. Also das mit der Postkarte, schickt mir wirklich eine. Bis dann, mach's gut, ich mach Urlaub. Ciao! Weil Link hat jetzt einfach keinen Bock mehr. Genauso wenig wie ich noch Bock hab. Und konnte man da oben nicht auch irgendwie hin? Da oben konnte man hin, ich weiß es. Zumindest konnte man das irgendwie buggen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber nein, wir wollen da hinten noch hin. Denn da hinten ist... was, lesen? Nee, lesen ist nicht. Wir wollen das Ding wegheben und auf das Schloss werfen. Wirf's auf das Schloss. Oder auch nicht. So, da geh rein. Wir holen uns jetzt nämlich noch ein ganz besonderes Geschenk, nämlich von der letzten Fee. Jetzt muss ich wieder meine schwule Ader rauskommen lassen, ne? Oh ja, das ist so sexy. Das ist so sexy. Und deine viereckigen Finger. Mmh, ja, steck sie mir in den Mund. Linky Boy. Ich bin die Fee des Mutes, bliblablub. Ich verstärke deine Abwehrkraft gegenüber feindlichen Attacken. Sei bereit. Auf was denn? Penetration? Masturbation? Menstruation? Warum haben irgendwie alle sexuellen Begriffe irgendwas mit Zion hinten? Penetration, Masturbation, Menstruation. Gibt's da noch irgendwas? Population! Ah ne, das war was anderes. So, deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Ich nehme jetzt, glaube ich, nur noch die Hälfte an Schaden, ne? Deine Abwehrkraft wurde verstärkt, das hat man mir jetzt zum dritten Mal gesagt. Gegnerische Angriffe fügen dir ab jetzt nur noch halb so viel Schaden zu. Genau. Bist du vom Kampf erschöpft, so ficke mich wieder. Ja, ja. Hoffentlich sehe ich dich nie wieder. Ciao.
So, jetzt sehen wir diesen netten Rand um unsere Herzen. Unsere Abwehrkraft ist tatsächlich verstärkt worden. Hat man mir jetzt ja nicht oft genug gesagt. Also, falls ihr es noch nicht wisst, meine Abwehrkraft ist jetzt übrigens stärker. Oder sagen wir, es ist unsere Abwehrkraft, weil ihr seid ja in das Let's Play involviert. Weil dann kommt es auch nicht so dumm rüber, weil wenn ich mir so mein imaginäres Publikum von 0 Leuten vorstelle, dann sind es mehr Leute, als die meine Videos gucken. Und als die ist eine super grammatikalische Ausdrucksweise, die sowas von falsch ist. Aber das ist ja nicht schlimm, denn ich studiere ja nur Germanistik. Cool. Teufelsturm!